Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stehen hier noch in Jackpot, Nevada. Und wir schauen mal, wohin die Reise uns von hier aus verschlägt. Ja, da wäre der weitaus bessere Auftrag von den beiden. Mit $3,5 mehr pro Meile. Also, aufgerundet. Tiefkühlfrüchte, 33.174 Pfund von Jackpot nach Moab in Utah. Das heißt, wir fahren komplett durch Utah durch. So gesehen. Und 478 Meilen, 8,5 Stunden. Wie viel Geld bekommen wir nochmal dafür? Ich habe es nicht auf 800. Läuft. Ich glaube 16.000 waren das. Sind wir so roundabout bei 18.000, nicht ganz. Wäre ein bisschen wenig. Etwas voreilig gefahren. Links kann sowieso nichts kommen. Oder? Oh, doch. Nevermind. Sah nur kurz aus. Im Augenwinkel. Wobei, hätte ich eigentlich wissen müssen, haben wir, glaube ich, letztes Mal bei Dole ausgeliefert, oder? War bei Dole? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir könnten sogar gefühlten. Ja, im Double nehmen. Uiuiui. Aber ich würde sagen, das machen wir noch etwas später. Machen wir noch nicht jetzt. Vielleicht kaufen wir uns. Vielleicht ergibt es sich ja, dass ich eben so einen Trailer gespannt mir kaufen soll. Im Rahmen eine Eventwoche. Dann würden wir natürlich auch im späteren Verlauf eventuell noch damit weiterfahren. Irgendwann aber auf jeden Fall. Und wenn nicht hier, dann in irgendeinem. Was ist in irgendeinem? Im Live-Profil. Profil. Zumindest sofern es kein World of Trucks Event gibt. Oder quasi, ja gut, es impliziert das ja im Nevermind. Ich wollte gerade sagen, sofern es nicht irgendwie neue Trailer und so weiter gibt, durch ein neues Map-DLC, aber meistens impliziert das ja dann ja auch, dass es dann halt ein World of Trucks Event gibt. Gut, bis auf bei Montana. In Montana, war das Montana? Ich glaube, das war Montana, ja. In Montana war ich bisher ja noch nicht. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da ja auch die Tage dann nochmal einen Livestream zu hin. Selbst wenn das nur ein kürzerer ist. Könnte eventuell. Nee, Sonntag geht nicht. Könnte dann höchstens Montag werden. Oh Gott. Also Sonntag kann nicht gehen, weil. Irgendwie ist die Sitzposition echt bescheiden. Montag irgendwann, wobei, Sonntag geht nicht, weil, HSF4, ja. Ich würde nochmal den Sitz besser einzustellen. Das ist schon mal ein bisschen besser. Denn Sonntag ist dann bereits alles schon ausgeplant, was die Benachrichtigung betrifft.
war jetzt wieder zu hart gebremst. Einfach mal eine Autolänge zu früh. Auf der linken Spur für mich sah es aus, als ob auf der rechten Spur fahren würde. Das würde mich eigentlich nur gefahren. Gut, Montag steht prinzipiell auch was an. Allerdings, was Aufnehmen betrifft, da könnte ich halt, bevor ich dann mit Labern aufnehme, könnte ich dann prinzipiell nochmal ein Nice dazwischen schieben. Könnte ich dann eigentlich sogar so machen, dass ich dann relativ früh den Sommer beginne. Weiß ich nicht. 13 Uhr. Ja, warum nicht? Weil ich das zumindest, wenn ich ja schon alles für die Woche aufgenommen habe, ist das definitiv drin. Und halt ein bisschen vor. Schauen wir mal. Vielleicht, ihr werdet es ja sehen, ich werde ihn auf alle Fälle planen und so weiter. Dann werdet ihr das dann ja auf meiner Kanalseite sehen, ob es ein Livestream gibt und wann er beginnt. Warum? Ach so, oh lol. Ich dachte, ich wäre hier auf dem. Ich könnte schalten, aber ich war in der Taste zu weit rechts. Also ich wollte auf links Shift drücken, aber hab auf. Ja. Die Dreiecksklammern gedrückt. Jetzt vielleicht ein bisschen unsmart. Aber genau, ich glaube, wir sind jetzt, weiß ich gar nicht, im. Das ist, glaube ich, jetzt das 16. Video von dieser Staffel von American Truck Simulator. Ich glaube es zumindest. Also demnach werden wir ungefähr noch 9 Videos entfernt von der ersten Eventwoche hier. Das könnte auch lustig werden. Genauso lustig wie es ist, dass wir hier wieder mit 60 in der 70er-Zone rumeiern. Weil wir jetzt hier wieder zur nächsten Stadt kommen, dass sie ja so langsam sind. Die 50 sind jetzt da, aber geht eigentlich wieder runter auf 35 mindestens. Wenn wir dann ins City Limit kommen. Was wäre jetzt denn von Wells? Auf 30 sogar. Und dann geht's ab auf die Interstate. Die Interstate 80, genau. Dann geht es auch gleich wieder ein bisschen flotter voran. Zumindest vom Vor. Ja, wobei. Nee, ich glaube, in Utah kann man ja auch. Was war nochmal? City Limit. Speed Limit in Utah. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und glaube ich auch so um die 70 oder 80, also zumindest nicht Nevada, nicht Kalifornien-like. Übrigens, Kalifornien wird ja auch gerade, oder gab es ja auch in dieser Woche, glaube ich in dieser Woche, müsste diese Woche gewesen sein, gab es ja schon einen Post zum Rebranding von Kalifornien. Kalifornien zum Ruhr quasi. Es sah schon sehr, sehr schnieker aus. Kann man nicht anders sagen. Aber sind ja auch schon mittlerweile. Waren das 6 Jahre? Seit dem American Truck ist immer so draußen. Das ist schon Ewigkeit. Ich meine, erstmal 6 Jahre.
Ausschließend Mafia 2 ist ja bereits seit bald 10 Jahren draus. Das ist schon eine lange Zeit, wie sich das. Wie das Game draußen ist und oder die Games draußen sind und sich stetig ins mehr als nur positive weiterentwickelt haben. Oh, es wird ein Nachtfall, fällt mir gerade auf. Ist ja eine Nachtfahrt, wir kommen ja gar nicht wirklich. Wir kommen ja um 6 Uhr in der Früh an. Na okay. Und wir sind glaube ich jetzt in der, wobei in Nevada hat es ja auch nochmal ein Speedlimit 80. Ich glaube, wir sind noch nicht in. Utah. Gute Überholung hier. Und das, obwohl wir aktuell gerade nicht mehr das Tempolimit ausreizen können. Ein bisschen so weit rechts. Tanken muss ich nicht. Oh Gott. Goes ahead. Schnell wieder unter 55, genau. Und dann wieder hoch auf 80. Prinzipiell. Okay, das ist 90, nicht ganz. Ups, auf was kann ich eigentlich stellen? Okay, ich kann es sogar höher stellen. Wunderbar. Ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann nochmal. Wir fahren jetzt schon wieder Richtung Süden. Gut, weiter Richtung Süden wäre natürlich auch nice wegen Mexiko und so weiter und so fort. Aber Richtung Pomos, Kanada, würde ich auch schon. Crossing border, entering Utah. Bisher haben wir noch nicht das Glück gehabt. Ich glaube, ich muss auch echt so ein bisschen auf. Weiß gar nicht, ob ich es getan habe. Wobei, nee, habe ich nicht getan, weil ich das nach dem alten Schema gemacht habe. Ja, ich weiß nicht. Bin noch unsicher, ob ich jetzt. Oh, ich muss rüber. Das haben wir mit Absicht gemacht. Safe Call. Der Mann geht weg. Okay, der überholt gerade. Das wollen wir nicht. Letztlich 1500 Pfund Gewicht. Das geht nur ab 20 Meilen pro Hour los mit dem Tempomat, ne? Ja. Schade. Dann kriechen wir mal wieder wie üblich. Aber wir dürfen jetzt Gas geben, sehr schön. Auf jeden Fall ist er drauf. Weil wir zumindest schon mal ein bisschen wieder Tempo ist. Überholen wir die ganzen LKWs, die wir gerade eben überholt haben. Sehr schön. Überholmanöver auch ein neues. Hinten. Oh. Sehen wir einen Zug? Ich weiß aber nicht, wie lange er ist. Relativ lange, ich glaube, ich sehe da gerade die
hätten wir die Mit-DPU oder die letzte DPU. Bei Tageslicht kommt man natürlich besser erkennen, ob das jetzt irgendwie funktioniert mit einem 150 plus Wagen, aber. Aber die Mut werden wir bestimmt auch haben. Spätestens an einem 150 oder 180 Waggons, die an uns vorbeiziehen, dann vor irgendwelchen Bahnübergängen geschehen. Aber das ist ja auch geil. Genau deswegen gibt es ja die Mod. Genau deswegen wollte ich die Mod. Oder hab die damals schon ursprünglich geholt, wegen auch. In ETS 2 ist es ein bisschen nervig mit den nur 5 Waggonzügen und Zugverbänden. Die man ja prinzipiell eher so durch, wobei bei Promons gibt es natürlich auch wieder ein paar mehr Waggons, von daher passt es dann wiederum. Allerdings halt der Vanilla Style, der Zug ist halt doch schon sehr kurz. Vor allem wenn man überdenkt, dass es ja für uns, also für die LKWs, gibt es ja Double Trailer. Also da haben wir ja schon quasi die normale Dimension trotz der 1 zu 35, glaube ich. Ist das 1, die Welt 1 zu 35? Wahrscheinlich auch wieder Maßstab ist. Auch wenn das halt nicht ein 1 zu 1 Maßstab ist, sondern also wenn man jetzt mal von dem Argument das betrachtet. Von daher ist es sehr gut, dass das Euro Truck Simulator 2 und auch American Truck Simulator einfach so gut modbar ist und so einen guten Mod-Support hat. Ordnen wir uns wieder mal rechts ein. Eigentlich können wir schon wieder hier links einordnen, weil ich glaube, es da vorne ziemlich langsam vorangeht. Okay, wir bleiben zumindest auf der mittleren Spur. Hammock or get nailed oder was schneller auf dem Schild. Runter auf 70. Jetzt muss ich mich auch noch rechts einsortieren. Bleiben. Aber meint, nein, oh doch, ich muss hier lang. Nee, muss ich nicht. Oh, diese scheiß Navi. Oh, das ist scheiß Navi, die scheiß Kreuzung. Dann drehen wir hier in Salt Lake City halt nochmal eine Runde. Unnötigerweise. Wie gut, dass wir unseren eigenen LKW haben. Wenn wir jetzt einen Leih-LKW gehabt hätten, hätte wir sich der Dispatcher gefragt, was zum Fick macht er da? Warum macht er jetzt diesen Move? Obwohl gar kein Stau oder sonstiges, oder kein Unfall gemeldet ist. So, hier werden Exit nehmen. Stay right, then exit right.
einfach nur aufs Navi hören müssen. Stay left, then turn left. Der hätte ja schon was gesagt. Wenn das gewesen wäre. Turn left. Wie es halt jetzt macht. Immer nur ein kurzer Halt hier am grünen Licht, an der Ampelanlage. Ausholen haben wir noch den. Okay, es war jetzt Platz. Wenn wir ein bisschen anderen Schwerpunkt haben als die Autos, fahre ich mal lieber mit 30 hier runter. Beschleunigen auf 45 und so weiter kommen wir immer noch. Wir müssen ja nicht unbedingt jetzt hier noch zwingend umkippen. Also, unnötig abbiegen, das ist ja auch schon ein bisschen. Reicht ja auch schon. So, dann. Ab. Weiter. Richtung Moab. Ich habe teilweise echt das Gefühl, es ist ein Auto, aber es sind einfach nur die Scheinwerfer, die mich dann in dem Moment etwas irritieren. Das heißt, wir wollen links halten, ne? Wir wollen ja nicht abbiegen. Das ist die Frage, ob das eine zweispurige rechtsabbieger Spur ist oder nicht. Nein, das ist eine einspurige, wunderbar. Sind wir jetzt wieder auf den richtigen Wegen Richtung Las Vegas und Cheyenne, wobei unser Weg, glaube ich, eher Richtung Cheyenne geht. Oder scheinbar doch in Richtung Las Vegas. Weiter auf der Interstate 15 Southbound. Las Vegas. Okay. Aber ich muss schon sagen, hier bei Salt Lake City hatte ich ja damals auch ordentliche Freezes. Auch auf der Festplatte, aber jetzt so mit der hier, obwohl es ja auch eine HDD ist, läuft das eigentlich relativ gut. So Auslastung bei 14 bis, ich glaube, 19 oder 25%. Schon definitiv was anderes als eine schreiende Festplatte auf zwischenzeitlich 100%. Also ich sehe eigentlich sogar auch für Stockholm und so weiter im ETS2 sehe ich jetzt da erstmal keine gravierenden Probleme, dass ich da nicht ganz so angenehm durchfahren kann. Ich denke mal, es wird alles deutlich, deutlich angenehmer werden. Und das werde ich unter Umständen, wobei werde ich nicht sehen. Ich bin ja noch irgendwo in. Wo bin ich beim letzten Mal hingefahren? Weil die Frage ist, ob ich den Auftrag abgegeben habe oder nicht. Wenn ich den Auftrag nicht abgegeben habe, dann ist es halt wieder ein Nullgeschäft, weil der Auftrag dann. Ja. Aufgrund der X-Spiel-Updates und neuen Spielversionen halt nicht mehr vorhanden sein wird. Da vielleicht Geld flöten gegangen ist.
gegangen sein wird. Links bleiben können. Nee, rechts. Geht der hier noch so weiter? Interessante Junction. Haben wir schon wieder Prozente? Tatsache. Wie habe ich denn jetzt Prozente auf den Trailer bekommen? Der Truck könnte ja Abnutzung sein. Aber der Trailer? Oder ist es mittlerweile sogar so, dass die Trailer auch genutzt sein können, wenn man sie bekommt. Das müsstet ihr mir beantworten, denn ich habe da keinerlei Ahnung von. Ob das so sein könnte oder nicht. BishopRanch.com. Meilen ist Moab. Wir fahren, glaube ich, nochmal durch die Berge, kann das sein? Ich muss zugeben, ich bin ja schon ein bisschen am Überlegen, noch eine Satellite Map zu integrieren. Quasi den, in Anführungszeichen, Navi, wobei wir es halt ja eher hier auf der Map sehen würden, einfach noch also dieses zusätzliche Feature zu geben. Für Pro-Mods, dann auf jeden Fall CSX für die gröbsten anderen Teile, BNSF könnte auch dabei sein, oder BNSF, na ihr wisst schon, was ich meine. So ein bisschen so hier mit den Überholspuren, so ein, nennen wir es mal Markenzeichen oder so eine Charakteristika von, er hatte ja kein Licht an, von Utah. Zumindest was die National Parks betrifft. Ich glaube, wir fahren ja gerade durch einen, oder? Ich meine zumindest. Aber er ist, glaube ich, auch wieder ein Personenzug. Interessant, zwei Personenzüge in relativ kurzer Reihe, in kurzem Abstand.
ist aber auch eine geile Landschaft hier wieder. So komplett zerklüftete Berglandschaft mittendrin im Tal, dann eine Fabrik. Ah, ist schon nice. Ich muss bevor Texas. Ah nee, Wyoming war das. Montana kommt ja noch. Oh. Ich muss definitiv vor Texas und vor Montana dann nochmal mir Vanilla Wyoming angucken. Ja. Gewicht ist weniger geworden, ich habe weniger Sprit im Tank. Und jetzt könnte es lustig werden, hier wieder auf die Bahn zu kommen. Jetzt wo der morgendliche Verkehr zunimmt. Fahr doch. Ich bin nicht ewig Zeit. Steht sie doch 126 Meilen vor mir. Der Dumpster hat wahrscheinlich eher verschiedene Spots, wo er nochmal hin muss. Also von A nach B, nach C, nach D, nach E. Oder von A nach B, nach A, nach B, nach A, nach B. Für den Tag jetzt zumindest. Mittlerweile schon über dem Horizont Dings hervorgekommen. Das haben wir ja auch schon wieder vorbei. Schon wieder vergessen, was es war. Ist halt auch mittlerweile 10 Monate her. Oder 11 wahrscheinlich sogar her. Geht sogar noch tatsächlich Richtung Sonne. Ja, Sonne entgegen. Das ist die richtige Bezeichnung dafür. Dann hier entlang. Ja, raus und dann haben wir einfach keine andere Möglichkeit, dahin zu kommen. Von daher machen wir jetzt mal den Move. Also eigentlich wäre es schlauer gewesen, dann direkt einfach an der Gegenkammer zu fahren, aber machen wir es mal jetzt einfach so. Definitiv besser für die Reifen, für den Trailer und für den Truck allgemein, als über die Grasbüschel zu hüppeln. Und die 500 Meilen Umleitung, die tue ich mir nicht an. Da, okay, ich hätte noch Warnblinker machen können, um das ein bisschen realistischer zu machen. Das fällt mir jetzt so im Nachhinein auf. Ist auch gleich da. Noch 80 Meilen. Haben wir einen Retarder drin? Ja, haben wir. Habe ich mich beim letzten Mal ja auch schon gefragt.
aufgefallen ist, ja. Ich kann mir vorstellen, dass einer der nächsten Streams nach Wyoming sein wird. Okay. Jemand gezählt, also ich würde sagen, Länge ist geil. Ich weiß vielleicht nicht, wie viele Waggons das waren, aber die Länge passte. Ich bin mal gespannt, wie jetzt gleich die Abfahrtsstelle wird. Oh no, 7-Eleven. Rückwärts einparken wahrscheinlich. Rückwärts enge Einfahrt. Bei rückwärts muss ich gar nicht rein. Ich könnte unter Umständen sogar genügend Platz auf dem Hof haben, um zu drehen. I guess. Ordentliches langes Ding haben. Okay, jetzt wo ich hier schon wieder abgebremst wurde, durchs Bremsen brauche ich auch gar nicht mehr Gas geben. Musste ich durch den nächsten Exit nehmen. Ich will mich jetzt wieder schön tricksen und ausbremsen lassen. Durch den eigenen Move. Dann haben wir erst noch ein paar Meilen bis Moab. Diese Bremsen mir so unangenehm stark. Halt auch nur bei den kurzen Abbremsern. Bei den starken halt auch gerade eben haben wir auch gesehen. 21 Meilen bis Moab passt sogar. Ah, die Landschaft von Utah ist halt aber auch echt geil. Ich mich auch schon sehr auf die Wälder in Montana freue. Also, und die Weiten von Texas, also. Das Jahr wird sehr geil werden. Das steht schon mal fest. Bremsen sind für meinen Geschmack viel zu stark.
Aber das einzustellen wird zu lange dauern. Jetzt noch. Muss ich dann irgendwann mal eine Ruhe machen, damit ich das wirklich gut anpassen kann. Ich muss, glaube ich, links halten. Aber hier reden. Oder? Ich glaube, ja. Ja. Passt. Das passt schon. Bisschen Business. So ein Deck hier in der Nähe, eine Tanke, wo wir tanken können. Aber ich glaube, was mache ich denn? Ein Hotel? Ne, wir haben hier ein Motel, aber wir können bei dem Motel nicht schlafen. Dann 24/7. Ja, also da gut. Diese 24/7 ist. Oh Gott. Ähnlich. Mal Aufbau her. Aber die Einfahrt ist nicht so eng. Dass wir irgendwie hinten eine Lenkachse noch haben? Ne, haben wir nicht, okay. Aber ich würde sagen, jetzt bin ich komplett gebimst. Bleibt mir nichts anderes übrig. Warum denn auch nicht gleich so? Ausgezeichnet tiefe Früchte von Jackpot nach Moab geliefert, gefahren an Strecke 532 Meilen, dauert 12 Stunden, 100 Gallonen verbraucht, 16.377 Dollar bekommen wir dafür und 1111 Erfahrungspunkte. Geil. Neues Level, glaube ich sogar. Und da ich immer der Reihe nach gehe, geht jetzt ja auch wieder auf Just in Time, auch wenn wir dadurch halt höchstwahrscheinlich noch sehr viele Momente brauchen und Fahrten brauchen, bis wir irgendwann dann mal entweder in Kanada oder New Mexico. Fahren wir mal eben zu der Werkstatt hin und dann kann man überhaupt schlafen. Ich glaube nicht.
Ich glaube halt echt nicht, deswegen fahren wir nochmal das eine Stückchen weiter. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und dann schlafen wir bei dem Nationalpark. Ayers Rock, war das Ayers Rock? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Rock with the Hole oder irgendwie sowas. Das ist auch mal ein Ausblick. Ja, lass uns da nochmal schauen, was, wo es vielleicht von Moab aus hingehen könnte. Höchstwahrscheinlich. Oh. Nach Otgen. Vernal vielleicht, nach Costa Colorado rein, aber nach Phoenix, ich weiß es nicht. Teile der Aufträge werden wahrscheinlich sogar noch verschwinden, von daher werden wir dann beim nächsten Mal genauer nachschauen, wohin es dann hingehen kann. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder.